Es ist soweit. Das ist der Human Error Kalender 12025. Vor 200.000 Jahren begann die größte Reise der Menschheit, die unsere Vorfahren von Ostafrika aus über den gesamten Planeten führte. Barfuß, nur mit primitiven Werkzeugen brachen sie auf, um Täler und Berge zu bezwingen und sich gegen Raubtiere zu verteidigen, um in einer fremden Welt ein neues Zuhause zu finden. Begleitet uns durch 12025. Entdeckt jeden Monat eine neue Welt, während ihr eure eigenen Abenteuer festhaltet. Lasst uns mit diesem Kalender die Erfolge der frühen Menschen feiern. Sie schafften es, im rauen Klima zu überleben und in einer Welt zu navigieren, in denen sie Jäger und auch Beute waren. Und das alles, während sie sich stetig entwickelten, bis ihr dieses Video jetzt sehen könnt. Jedes Jahr veröffentlichen wir eine neue Ausgabe dieses besonderen Herzensprojekts. Wir glauben, dass Geschichten wichtig sind und unsere Spezies formen. Deshalb haben wir uns für ein neues Jahr Null entschieden. Es steht für den Beginn des Zeitalters der Menschheit vor 12.000 Jahren, als wir begannen, in einem größeren Rahmen zusammenzuarbeiten und die Basis für die heutige Zivilisation legten. Der Kalender hat auch für uns bei Kurz gesagt eine besondere Bedeutung. Wir haben als kleines Studio mit dem Traum begonnen, Menschen auf der ganzen Welt zu inspirieren. Aber es stellte sich schnell heraus, aufwendige Videos kostenlos zu veröffentlichen, war kein gutes Geschäftsmodell. Das änderte sich 2016 mit dem ersten Human Error Kalender. Er war ein Riesenerfolg und nach wenigen Stunden ausverkauft. Er hat den Kurzgesagt-Shop begründet und die Entwicklung weiterer hochwertiger Wissenschaftsprodukte ermöglicht. So konnte das Team wachsen, die Qualität der Videos und Recherchen verbessert werden und die Videos trotzdem weiter kostenlos bleiben. Holt euch diese besondere Ode an die Menschheit und werdet Teil von Kurzgesagt. Wir haben auch ein paar tolle Angebote für euch vorbereitet. Vielen Dank, dass ihr jedes Jahr zusammenkommt, um all dies möglich zu machen. Wir sehen uns im Jahr 12.025.